17.30 Uhr, herzlich willkommen zu Let's Play Batman Arkham Knight. Und ist das heute die letzte Folge oder nicht? Das werden wir jetzt herausfinden, wenn wir durch diesen Special VIP Elevator gehen. Wir gehen jetzt in die Filmstudios, denn da soll Gordon sein, den Panessa Studios. Und Scarecrow soll auch dort sein. Und was noch viel komischer ist, ist, dass Robin eigentlich auch dort sein müsste. Aber er meldet sich nicht. Ich bin sehr gespannt. Hoffentlich stirbt nicht noch ein Robin. Hoffentlich kommt irgendwie, weiß ich nicht, Jason Todd und hilft uns oder... Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Oh. Kommt da jetzt ein Endfight? Oder kommt ein geiler Dialog? Was kommt jetzt? Ich bin... Können wir irgendwas erkennen da hinten? Da liegt jemand am Boden, aber die lagen davor auch schon da. Okay, Quarantäne. Da ist der Joker. Robin ist ausgebrochen, oder was? Nice. Ist der wirklich ausgebrochen? Tim. Oh. Und noch ein Wunderknabe scheidet dahin. Gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröstet. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen, wie einfallslos. Okay, er ist nicht ausgebrochen. Ja, Scarecrow hat irgendwas mit ihm gemacht. Was, Batman? Das wahre dynamische... Harley, willst du mir helfen? Na, tupf dir die Tränen. Nein, okay. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen. Nein, wir gehören definitiv nicht zusammen. Was ist jetzt... Shit. Okay, wollen wir das? Also wenn wir es machen, dann muss jeder sterben, der das gesehen hat. Ich meine, unsere Identität zu verraten, ist wirklich nicht gerade das Schlauste. Haben wir, das wäre eigentlich überhaupt nicht schlau, müssen wir dann, ja, Joker wartet schon auf uns, dann müssen wir wieder raus. Gibst du das mit der Maske auf, Betsy? Gut für dich. Du rettest deine Freunde und ich kann ein bisschen Toxin schnuppern. Sekunde. Und wenn Sacke sich nicht tötet, nachdem er seinen Spaß hatte? Nee, hab's mir überlegt. Wir müssen nicht gehen. Freunde sind eh total überbewertet. Besonders deine. Die kann man keine 5 Minuten allein lassen, ohne dass sie gekidnappt werden. Joker, zum Glück bist du immer bei mir. Das freut mich. Ach, da ist er schon wieder. Da chillt er schon wieder. Du hast Tim eingesperrt. Er war nicht sicher. Und jetzt ist er das? Er würde für dich sterben, Bruce. Wir alle. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis. Zeit für eine Entscheidung, Bats. Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Hauptmission, ja. Alfred, ich werde mich Scarecrow ergeben. Nur so können wir Robin und Jim noch retten. Treffen Sie Ihre Entscheidung mit Bedacht, Sir. Es könnte kein Zurück mehr geben. Mach irgendwie ein Hologramm von deinem Gesicht, Alter. Die Identität von Batman preiszugeben, wäre wirklich nicht gerade schlau. Das wäre ganz schön scheiße. Oh. Okay. Alter, was ein Leck. Leute, ich mach kurz einen Cut. Nicht, dass ihr die Aufnahme im Arsch ist. Ganz kurz Cut, wir sehen uns gleich wieder. Okay, alles cool. Alles cool. Open Broadcaster hat damit irgendwie keine Probleme. Was leckt? Das ist super. Und jetzt, wo können wir uns entscheiden? Oder können wir uns gar nicht entscheiden? Also, ich will mich natürlich dafür entscheiden, dass Robin überlebt. Das ist klar.
Geschehenen, gefangen in der Schuld des Verdachts. Ey, was das für Folgen hat, Leute, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn unsere Identität, was ein schwieriges Wort, unsere Identität preisgegeben ist, das ist eigentlich echt riskant. Aber uns bleibt halt absolut keine Wahl. Ich meine, was sollen wir sonst machen? Wir müssen es tun. Was ist mit all dem Regen? Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Ja, Pinguin hat nämlich immer seinen Schirm dabei. Okay, hier geht's rein, oder? Was, bist du irre? Gibst du auf, sind wir erledigt. Wir beide. Da ist er. Hier werde ich Spaß haben, Bentley. Nee, ich will einfach durch die Tür. Oh mein Gott, wie sieht denn das hier aus? Wir können da draußen noch so viel Spaß haben. Denk dir mal, all die Köpfe zum Einschlagen und die Knochen zum Brechen. Es ist, als wäre das der tollste Vergnügungspark und du wolltest nicht auf die Achterbahn. Alter, okay, das ist creepy hier. Ich sehe, deine Furcht hat dich überwältigt. Wie passend, dass ich gewinne und Batmans Leben vorüber ist. Nicht wegen dem, was aus deiner teuren Stadt wird, sondern weil du fürchtest, was ich deinen Freunden antue. Deiner Familie. Sie sind deine Schwäche, verborgen unter der Oberfläche. Ich bin sicher, du fürchtest, was passiert, wenn ich dir die Maske vom Gesicht reiße. Was werden wir finden? Deine wahre Identität oder den Beweis, dass du ohne Maske nichts bist? Ohnmächtig, machtlos, ängstlich. Leg deine Ausrüstung auf den Tisch und wir finden es raus. Alter, die Story von dem Spiel ist so gut geschrieben. Es ist so gut, aber okay, wir müssen es machen. Ey, aber ich traue dem Typen einfach nicht. Der killt die doch sowieso. Das ist doch scheiße. Okay, leg das da drauf. Jetzt der Truck. Der Truck? Was für ein Truck? Moment, what the fuck? Warte mal. Leg das Zeug da wieder. Die Furcht davor, was ich deinen Freunden antun werde, bringt dich her. Du weißt es. Warum habe ich es jetzt wieder genommen? Ich weiß es. Okay, leg's hin. Was? Truck? Was meint Scarecrow? Okay, warte, wir legen's hin. Wie er uns sagt, wir können es sogar wieder aufnehmen. Keine Ahnung, was das bringen soll. Okay. So, jetzt. Truck. Ah, okay. Okay. Und wir müssen durch. Los geht's. Und das Gas wird kommen. Da bin ich mir sicher. Sind alles drin? Immer dieselben Masken? Master Bruce, hören Sie mich? Es scheint, jemand verfolgt Ihre Bewegungen durch die Stadt. Das habe ich geahnt. Ich habe mir etwas verpasst, Sir. Die Würfel sind gefallen, Batman. Von nun an brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Der Albtraum ist fast vorüber und dein Versagen fast vollendet. Ich kann es sehen und bald wird es die ganze Welt sehen können. Deine Augen verraten dich. Die Furcht hat dich erfasst. Okay, sind wir jetzt im Albtraum? Ist das jetzt eine Albtraumsequenz oder? Okay. Okay. Oh. Ich tippe mal drauf, dass hier die Eltern gestorben sind. Hier ist zumindest ein Theater. Crime Alley. Definitiv. Hier sind die Eltern. Okay, wir sind in Crime Alley. Soll ich rein, mir das... Okay. Da sehen wir das jetzt. Das ist ja schon krass. Oh.
Alter, ich hab kurz ein bisschen erschrocken gerade. Ist wie in Call of Duty. Pay respect. So ein glückliches Paar. Aber schade um den Jungen. Der kleine Bruce ist nie darüber hinweggekommen, nicht wahr? Naja, wer hin ist, ist halt hin. Das Leben geht weiter, Kleiner. Lass los, beende es. Geh zu deinen Eltern. Ja, Onkel Jay übernimmt jetzt den Laden. Alter, das ist sick. Es macht Spaß, Joker zu verprügeln, das kann ich dir sagen, ey. Bam. Joker ausschalten. Das sieht irgendwie... Alter, wie die durch die Luft fliegen, ey. Warum steht da Joker ausschalten? Was ist da? Ich kann gar nicht genau erkennen, was da jetzt so anders ist als normalen Ausschalt-Moves, aber es sieht... Wie geil, okay. Bam. Bam, das ist die Matrix, ey. Die Matrix. Okay, schalt ihn aus. Ah, okay, er lässt den Kopf praktisch auf den Boden schnalzen. Ah! Das sieht böse aus, ey. Kommen da nicht unendlich viele, oder? Ey, das sieht so viel brutaler aus als die normalen Ausschalt-Moves irgendwie. David und Goliath. Bam! Alter, das ist. Alter, die Gesichter sind alle zerbrochen, ey. Ich entscheide alles. Boah, das war der Bane-Move, von dem ich in der letzten Folge geredet habe. Erinnerst du unendlich viele? Oh. Du weißt, was zu tun ist. Okay. Ja, ja, ja. Oh. Holy shit. Hatte ich eine Wahl? Bist endlich ausgerastet. Was? Das war's mit der Kontenance. Und meinem Genick. Diesmal kannst du es nicht leugnen. Du hast den Verstand eines Killers. Und dieser Verstand ist meiner. Es ist vorbei, Bruce. Du hast die blutige Grenze überschritten. Und jetzt wird mich Scarecrow befreien. Hatte ich eine Wahl? Hatte ich eine fucking Wahl? In echt würde ich ihn natürlich nicht töten, aber da der in meinem Kopf ist, will ich ihn da raus haben. Deswegen, ich hätte ihn sonst natürlich nicht getötet. Fahr zurück nach Arkham? Batman, bist du es? Es tut mir leid, Robin. Bist du bereit? Es wird nicht so enden, wie du denkst, Crane. Genug der Tapferkeit. Dafür ist es jetzt zu spät. Mir ist egal, wer du bist. Aber ihnen nicht. Ich werde ihnen ihre Hoffnung nehmen. Wenn sie dir in die Augen starren, werden sie dich beschuldigen. Das Versagen wird ein Gesicht und einen Namen tragen. Es ist Zeit. Mr. Gordon, erweisen Sie mir die Ehre. Niemals. Von dir nehme ich keine Befehle mehr entgegen. Du Mistkerl! Nimm die Maske ab, oder mein nächster Schuss wird ihn töten. Es ist okay. Nichts ist okay. Du
weißt, was das bedeutet. Das ist das Ende. Wenn die rausfinden, wer du bist, gibt es kein Verstecken. Du musst mir vertrauen, Jim. Batman hat einen Plan. Los. Ist enthüllt. Machtlos, menschlich, ängstlich. Worauf warten wir noch? Erledigen wir ihn. Nein, nein, wir machen das richtig. Er muss sich dem Recht stellen. Er hat 50 unserer Männer kalt gemacht. Wir sollten ihn erledigen, bevor er aufwacht. Er ist zu gefährlich. Wir haben ihn mit 100 Knarren im Visier. Der geht nirgendwo hin. Leute, Leute, Leute! Ha! Es ist schön, euch zu sehen. Es war eine Mordsarbeit, euch aufzuspüren. Uns aufzuspüren? Wir haben dich. Oh, Koppelpott. Stets grausam, aber nie gewieft. Croc, alter Junge, du solltest dich ducken. Alter, wie geil ist denn bitte das Joker-Batmobil? Okay, mein Gott. Leute, ich weiß echt nicht gerade, was abgeht. Also wir sind wohl wieder in irgendeiner Psycho-Welt. Aber hat jetzt wirklich Batman seine Identität verraten? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht der Plan von Batman gewesen sein, oder? Dass jeder jetzt weiß, dass Batman Bruce Wayne ist, das kann doch nicht sein. Okay, ich bin gespannt. Ich bin immer noch gespannt. Ich traue hier gar niemanden. Ich finde nur, dass das Batmobil hier so geil aussieht. Habt ihr hier vorhin die Zunge gesehen? Das sah so geil aus. Sind das unendlich viele? Was ist das hier? Warte mal. Bam, weg mit denen da oben. Ja, yeah, alle auf einmal. Bam. Ich schieße jetzt mal mit der MG. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, das macht definitiv mehr Sinn. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir die auch gerade töten. Ich glaube nicht, dass Joker interessiert, ob die überleben oder nicht. Ich glaube, Joker killt die. Er ist unendlich viele. Nee, jetzt okay. Ich glaube, es werden weniger. Ich glaube, es werden gerade weniger. Ich komme immer noch welche nach. Auf da oben ein bisschen. Jawohl. Ganz da oben. Nice. Alter, ist das hier gerade. Hat das hier ein Ende oder? Was? Mordswitz. What the fuck ist das? Alter. Okay. Es macht so viel mehr Spaß, wenn ich die Hebel in der Hand habe. Leute, wo seid ihr denn? Ein Shooter. Yes. Ich bin's, bitte. Was muss ich tun, damit du aufhörst? Soll ich die jetzt killen? Kann ich weiterlaufen? Na gut, Koblas. Weil du so schön gewinselt hast. Leute, soll ich die alle am Leben lassen? Ich glaube, ich sollte es tun. Ich glaube, ich sollte die alle am Leben lassen. Ich weiß nicht, ey. Boah, ich würde so gern. Lass mal weiterlaufen, schauen, was passiert. Wer kommt jetzt? Du, komm her. Nein. Wehr dich nicht. Weg von mir. Willst du mich kriegen, muss ich sterben. Sicher bist nicht mal du so skrupellos. Ich lass dir am Leben. Die Waffe runter und zurück. Bitte, hör auf. Ich mein's ernst. Okay, ich geh zurück.
Ich bin hier. Alter. Wie nehme ich die Waffe denn runter? Warte, wie nehme ich die runter? Ich drücke hier einige Tasten, aber ich krieg die nicht runter. Fuck. Ich habe ein paar Tasten gedrückt. Ich versuche gerade ein bisschen rauszufinden, ob ich die runternehmen kann. Ich kann nur schießen. Okay. Okay. Kann ich... Ja, ich kann die Waffe nicht runter... Okay, ich glaube, wir müssen die wirklich hier alle... Ja, wie soll ich dich denn... The fuck, ey. Ich krieg die nicht runter, Leute. Ich weiß nicht, welche drück alle möglichen Tasten. Ich will jetzt nicht sie töten, ey. Habe ich sie getötet? Sie lebt. Okay, sie lebt. Alles cool. Okay. Okay. Ich will so viele wie möglich am Leben lassen. Ich glaube, das ist gut fürs Ende. Ich glaube, das ist gut fürs Ende. Ich will kein böses Ende. Ich will als guter Batman. Und wir sind ja... Was du getan hast. Ich bin der Comeback-König, Clown-Fürst des Chaos, der Schalk des Schlachtens. Schieß ihm einfach nur ins Bein. Ey, du. Nein, du kommst nicht raus. Okay, ich habe ihn nur ins Bein geschossen. Der Typ müsste noch leben. Also nur ins fucking Bein. Beende. Beende diesen Wahnsinn. Bitte. Das war eindeutig ein Schuss. Alter. Das ist vielleicht meine beste Arbeit bisher. Bitte hören Sie mir zu. Nach allem, was Sie für die Stadt getan haben, bedenken Sie, was Sie da tun. Sir, ich bitte Sie. Master Bruce. Batman, hören Sie doch. Denken Sie an Ihre Familie, Bruce, Ihren Vater. Was würde er sagen, wenn er Sie so sehe? Bitte, bitte beenden Sie diesen Irrsinn. Oh, Alfred, treuer alter Alfred. Master Bruce ist fort. Aber keine Sorge, dein neuer Master kommt nach Hause. Weißt du, was jetzt geschieht, Bruce Wayne? Ich werde dich nicht töten. Ich werde dich befreien. Sei frei und sieh, wie die Stadt, die du beschützen wolltest, zerfällt. Frei zu sehen, wie jeder, den du liebst, zu Tode gehetzt wird. Jeder Schrei, jeder Tod. Vergeltung für alle von Batmans Taten. Gut. Was? Verstehst du denn nicht? Es ist vorbei. Mach dich bereit für die Zugabe. Ja! Wo bleibt deine Furcht? Oh, ich bin wohl im Ohr. Hey, Bats! Bist du noch da? Bats? Bist du das? Oh, Bats! The fuck? Okay, man muss die Taschenlampe anschalten. Ehrlich gesagt wurde dieser Tipp gerade nicht angezeigt und ich saß hier wirklich 5 Minuten vorm schwarzen Bildschirm und hab gehofft, dass es endlich weitergeht. Dann hab das Spiel beendet und dachte, es ist kaputt und abgestürzt. Aber okay, rechte Maustaste, Taschenlampe anschalten. Danke, dass du mir den Tipp jetzt gibst, Spiel. Okay. Okay, alles klar. Ah, welch ein Spaß. Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Spiel wird zu einem Shooter, es ist, und es sieht trotzdem geil. Ich meine, die könnten eigentlich locker einen Shooter machen. Okay. Da wurde Joker verbrannt. Knusprig. Ach, dem Körper bin ich ohnehin entwachsen. Willst du mir irgendetwas sagen, Bats? Ich bin nicht tot.
Ich bin lebendiger als eh und je. Oh, Momentchen mal. Das da, das ist nicht mein Grab. Und nein, 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 das ist zu klein und überwuchert. Wo ist der Grabstein? Das ist... Aber sicher, ich verstehe. Sie haben mich vergessen. Sehr witzig, Bats. Aber das wird nicht passieren. Manche Witze sind wirklich geschmacklos. Okay. Okay, das ist irgendwie auch... Ich muss echt sagen, also die Engine schafft sogar Shooter-Sachen. Vielleicht ein Suicide Squad-Game von Rocksteady als Shooter? Wer weiß. Warte mal, links oder rechts? Links oder... Ah, hier sind keine, sieht alles beides gleich aus. Ich sehe keine Schild. Okay, ich gehe jetzt einfach rechts. Okay. Leute, ich check vom Ende gerade nicht so viel. Es geht alles irgendwie Batmans Kopf ab, was... Alter! Oh mein Gott. Okay. Soll ich den abknallen? Es ist ein alter Junge. Du bringst mich doch nicht. Geht nicht anders. Alter, ich mich erschrocken. Es ist... Okay, Rosen. Wir sind irgendwie in einer Art Kirche. Bitte keine Jumpscares mehr, ey. Bitte nicht. Harley! Harley? Das nennst du Leichenschmaus? Wo sind denn alle? Hast du die Einladungen vergessen? Gib's zu! Die arme Harley hat Joker voll und Jokers. Wake. Warte, was? Wake. Thanks for all the laughs. Süß. Was die? Ich weiß, was du vorhast, Bats. Du und dein Toxin. Glaubst du, das macht mir Angst? Schau mal, in loving memory of the Joker. Oh Gott. Okay, Messages. Soll ich irgendwas abknallen? Soll ich hier zurück? Soll ich Harley töten? Kann ich die Wand zerstören? Weil ich mache jetzt zumindest... Nee, oder? Nee. Komm ich da durch? Okay, ich schieße alles ab. Okay, da lang. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Und mir. Gotham doesn't care. Also Glenn, heute ist der Jahrestag von Jokers Tod. Was fällt Ihnen dazu ein? Entschuldigung, wer? Der Joker, erinnern Sie sich nicht? Der Typ mit den Fragezeichen, der ist tot? Nein, nicht er. Das mag Joker gar nicht. Wissen Sie was, es spielt keine Rolle. Vergessen wir ihn einfach und fahren wir fort. Ja, vergessen wir ihn und fahren wir fort. Des Weiteren wurde heute ein Museum... Ich glaube nicht, dass jemand Joker vergessen würde, ehrlich gesagt. Aber okay. Was? Du glaubst, das ist unheimlich, Bats? Wenn ich hier rauskomme, werde ich an jede Wand Gothams meinen Namen mit Blut schmieren. Ich werde ihn in jede Leiche ritzen. Niemand wird mich je vergessen. So, wie komme ich jetzt hier heraus? Das ist eine gute Frage. Wie komme ich hier raus? Lol. Okay, hier ist ein... Irgendwie Bit... Ah. Wo bist du? Ich will so eine Statue in meinem Haus haben. Okay, soll ich den umlegen oder kann ich einfach weiterlaufen? Komm raus! Kann ich einfach... Muss ich ihn umlegen oder... Der dreht sich immer zu mir. Seht ihr das? Ich drehe mich weg. Alter. Alter. Ich finde dich. Ich will hier raus. Hier geht's auch nirgends raus. Wie der sich immer herdreht, schau mal. Er denkt, er steht und dann... Oder? Okay. Okay. Bam. Ich muss es tun. Ich hab so Schiss, weil es gibt verschiedene Enden in dem Spiel und ich will das gute Ende. Alter. Keine Lust mehr, Bats. Kann ich... Alter. 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 Alter, das ist der übelste Horror-Shit. Ey, was? Oh, mein Gott. Das ist schrecklich. Warte, komm ich hier raus? Okay, Leute, chillt. Schau mal, ich schau mich einfach... Schau mal. Schaut euch das an!
Oh! Okay, warte mal. Ich hab sowas von Gänsehaut. Okay, warte, ich muss einfach weg. Weg mit dir. Bringt das was? Die Musik. Was will die Musik von mir? Stirb. Stirb. Ah, fucker. Ich werd schon wieder Joker, ey. Bam. Ich komme hier niemals raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin in Gefahr in diesem. Ja, Batman, gib ihm. Gib mir. Das war gerade mehr als eine der besten Horrorsequenzen in einem Spiel, das eigentlich gar nichts mit Horror zu tun hat. Mach's gut, Bats. Dein Mord's Spaß, aber ich verschwinde. Der jumpt wieder irgendwo her, oder was ist das hier, bitte? Help, help, help. Und ganz viele... ist das? Ich will's gar nicht wissen, lauf einfach weiter. Okay, das Exit. Lass mich runterjumpen. Okay, es geht nicht. Ich will eigentlich Joker umbringen. Das ist eigentlich mein Ziel. Weißt du, du hattest mir fast schon einen Schreck eingejagt. Mir. Vor was sollte ich denn Angst haben? Du hast Angst, zu Asche zu werden. Du hast Angst, vergessen zu werden. Und du wirst vergessen werden, Joker. Dank mir. Nicht abdrücken. Definitiv nicht abdrücken. Komm her. Hau mich weg. Ich bin die Rache. Ich bin die Nacht. Ich bin Batman. Yo, das ist... ja! Das ist ein Zitat, Alter. Das ist so... okay. Das war so sick. Bah. Nimm ihn auf. Warte, wie nehme ich dich auf? Kiki. Das war ein Zitat aus eines der, eigentlich das große Batman-Zitat. Ich kann ihn irgendwie immer nur aufrichten. Warte mal, ich... okay, warte. Wenn ich gedrückt halte, dann macht er das. Okay. Dann macht er eine... okay, warte ich. Okay, vielleicht muss ich ihn einfach immer in die Richtung kicken. Ich prügel ihn einfach in die Richtung. Bam. Pam. Okay. Okay, alles klar. Pam, pam. Und pam. Man kommt jetzt Turmverteidigung. Bam, bam, pam. Und zack. Und. Reiner, Reiner. Das nenne ich mein Finale, ey. Das ist so viel besser als alles, was ich bisher gesehen habe. No escape, only the dark. There is no hope. Nein, bitte! Nein! Tut mir fast ein bisschen leid. Leb wohl, Joker. Nein, Bruce! Verlass mich nicht! Bitte! Ich brauche dich! Tut mir fast ein bisschen leid. Yes. Verstehst du, Gotham? Du hast keinen Erlöser. Nie wieder Hoffnung. Nie wieder, Batman. Ich habe gesiegt. Ich habe keine Angst, Crane. Unmöglich. Ohne Angst ist das Leben sinnlos. Yes! No.
Was ist los? Angst. Er wird das überstehen. Pass auf ihn auf. Auf sie alle. Du warst ein guter Freund. Der beste, den ich je haben konnte. Du warst von Anfang an da. Und jetzt siehst du, wie es endet. Das beste Geschenk heute Nacht. Kaum zu glauben, dass er hier ist. Bruce Wayne also. Wenn es dir recht ist, dann bleibe ich bei Batman. Die holen mich. Du klingst ängstlich, Crane. Gewöhn dich dran. Gotham braucht Batman noch. Für eine letzte Nacht. Und dann? Zeit für das Nightfall-Protokoll. Sind Sie sicher? Es gibt keinen anderen Weg. Ich brauche die Stimmbestätigung. Martha. Sehr wohl, Master Bruce. Ihre Anweisungen werden genau befolgt werden. Ah, Countdown bis Nightfall. Nightfall-Protokoll. Ja, Leute. Das war's. Guten Abend, Sir. Bedrohung beendet. Nun sollten Sie die Kontrolle der Stadt wieder übernehmen können. Das war Batman Arkham Knight. Das... ein Spiel, das so... so perfektes. Wo soll ich anfangen? Also das Spiel ist einfach, ich war die ganze Zeit im Überlegen, ist es besser als Arkham City? Ist es besser als Arkham Asylum? Ist es besser als Arkham Origins? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das hier so sehe, wenn ich das hier einfach sehe, wenn ich diesen Batman sehe, wenn ich diese Story sehe, die ohne große Bosskämpfe auskommt, die einfach nur durch perfektes Storytelling, tollen Charakteren und vielen Emotionen es schafft, diese ganzen Sachen zu überschatten, dann ist das meine, ich bin ein bisschen verwirrt, aber was ich sagen will ist, das Spiel ist glaube ich tatsächlich mein neues absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten geworden. Die Performance, über die lässt sich streiten, keine Frage, aber es lief hier einigermaßen. Wir hatten natürlich keine perfekte Performance, aber das hat mich, nicht mal das hat mich an diesem Spiel gestört. Das Batmobile habe ich geliebt, im Gegensatz zu manch anderen. Ich habe die Story geliebt. Ich glaube, mehr Emotion, mehr Dramatik gab es in keinen der anderen Batman-Teile. Leute sterben in diesem Spiel und sterben irgendwie doch nicht und du weißt es nicht und lebst in diesem Ungewissen. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit Arkham Knight, beziehungsweise das hier, nicht das, genau das werden wir alles machen, denn ich will natürlich wissen, was das Nightfall-Protokoll ist. Ich denke, das wird kommen, wenn man das hier alles gemacht hat, was sau viel ist, aber wir werden die Mission angehen, wir werden diese Sache in Angriff nehmen
und werden versuchen, einfach alle Nebenmissionen, alle DLCs, alle Sachen, die es hier in diesem Spiel gibt, rauszufinden. Ich glaube, das hat das Spiel verdient. Danke an Rocksteady für dieses grandiose Finale einer perfekten Game-Trilogie. Ich glaube, es gibt fast keine bessere Trilogie in einem Spiel, keine Spielereihe, die so ununterbrochen gut ist. Arkham Origins wird ja nicht dazugezählt. Arkham Asylum top, Arkham City meiner Meinung nach besser und Arkham Knight meiner Meinung nach das beste Batman-Spiel, das es gibt. Und ich möchte auch ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so dabei wart. Klar, ich habe oft die Folgen einfach nicht pünktlich hochgeladen, das tut mir auch echt leid dafür. Das hätte alles vielleicht ein bisschen besser laufen können. Die Performance, das waren alles Sachen, die zwar Probleme gemacht haben, aber trotzdem wart ihr dabei, ihr habt Kommentare da gelassen, ihr habt das Spiel auch gemocht, so wie ich, und das war mir am wichtigsten. Ich wollte nicht ein Spiel, das ich liebe, spielen und dann alleine sein irgendwie. Also das war mit euch echt super. Ich habe viele Tipps durch euch erhalten und möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Bei dieser tollen Story. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie fandet ihr das Spiel? Das ist auch alles. Ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch, das wisst ihr ja. Und ich antworte auch auf die meisten, außer es sind nämlich Bullshit-Kommentare. Aber das ist ja fast nie der Fall. Und damit würde ich sagen, Leute, war's das mit der Arkham Knight Story. Und ja, das hier werden wir die Tage weitermachen. Vielleicht geht's morgen direkt weiter, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Es geht auf jeden Fall bald regelmäßig weiter. Und es wird ein dauerhaftes Let's Play. Ich glaube, es wird ziemlich lang gehen. Das ganze Spiel hier. Mein Gut Gott, saugeil, ey. Natürlich wird es währenddessen ein anderes Haupt-Let's Play geben oder andere Let's Plays, die, ich meine, die ganze Zeit Nebenmissionen und so. Weiß nicht, ob das jeden von meiner Community interessiert. Deswegen werde ich auf jeden Fall noch schauen, was ich da in diesen Let's Play-Topf werfe. Und wie gesagt, das Spiel, ich meine, schaut es euch an. Es ist so geil. Es ist so verdammt gut. Danke, Rocksteady. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei weiteren Batman Arkham Knight Folgen. Das war's. Danke. Ciao.